So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Jetzt sind die News rausgekommen für den kommenden Community Day. Wir wissen ja theoretisch schon immer, dass im Dezember ein Super Community Day stattfindet oder auch XXL Community Day, das Best of vom ganzen Jahr, beziehungsweise auch nicht nur aus dem laufenden Jahr, sondern auch aus dem vergangenen Jahr. Deswegen... Geht der Dezember Community Day meistens auch das ganze Wochenende zwei Tage. Wir wussten aber nicht genau, welche Boni gibt es zusätzlich auch zu dem Community Day und welche Pokémon erscheinen an welchem Tag? Welche Attacken gibt es? Was gibt's in Raids? Was gibt's wild? Jetzt haben sie die News rausgehauen. Eigentlich habe ich gar keine Zeit, bin total auf dem Sprung, muss das Video jetzt noch schnell hier dazwischen quetschen. Community Day im Dezember 22. Community Day Pokémon aus 21 und 22 kehren zurück. Habt ihr natürlich dieses Titelbild? Finde ich. Was freue ich mich denn, wenn ich das Titelbild angucke? Äh, Kiesling sehe ich hier in der Mitte. Kiesling fand ich cool. Capuno, finde ich cool. Lichtel, finde ich cool. Da ist Seemops. Stimmt, Seemops hat auch sein Seeday, okay. Finde ich alles auf jeden Fall cool. Velursi war richtig speziell, weil dieses Pokémon ist erstmals im Pokémon Go erschienen. Direkt mit Community Day eingeführt worden und direkt als Shiny eingeführt worden. Also sowas hatten wir auch noch nie. Fand ich richtig genial. Trainer, das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Lasst uns gemeinsam auf all die großartigen Community Days zurückblicken. Der letzte Community Day des Jahres 2022 ist ein zweitägiges Event, das am Samstag, den 17. Dezember, und am Sonntag, den 18. Dezember stattfindet. Während des Events erscheinen die Pokémon der Community Day Events aus dem Jahr 22 wild und in einer befristeten Forschung die Pokémon der Community Day Events aus dem Jahr 21 schlüpfen aus Eiern und erscheinen in Raidkämpfen und in einer befristeten Forschung. Gibt es einen besseren Jahresabschluss, als sich die Pokémon von verpassten Community Days zu schnappen? Community Day Events. Ich habe dieses Jahr jeden Community Day gespielt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, habt ihr ja auch jeden Community Day gespielt oder gab es einen Monat, den ihr verpasst habt? Arbeitsbedingt oder krankheitsbedingt oder sonst was? Kochonis lässt grüßen immer noch. Ich habe auf jeden Fall alle mitgenommen. Für mich wird es eher gemütlich. Spannend ist aber, welcher Tag wird der gefühlt bessere sein? Samstag oder Sonntag? Es ist Montag, das heißt, die Spaziergänger sind auch gerade wieder unterwegs und trommeln und zwirbeln und machen und tun. Aber egal, nicht beirren lassen. Community Day im Dezember 22. Samstag und Sonntag beide Tage gehen jeweils von 14 bis 17 Uhr. Es gibt doppelte Fang EP, halbierte Schlüpfdistanz für Eier, die während des Events in die Brutmaschinen gelegt werden. Eine doppelt so hohe Chance auf XL Bonbons beim Fangen für Tränen ab Level 31. Rauch hält drei Stunden an. 50% weniger Staubkosten beim Tauschen, doppelter Fang Staub, doppelter Fang Bonbons. Ihr habt also alles komplett. Doppelte EP, doppelte Bonbons, doppelter Staub. Module halten auch 3 Stunden an und ein zusätzlicher Spezialtausch. Das heißt 2 pro Tag. Das ist aber genial, das heißt, wir können also, wir haben zwei zusätzliche Spezialtrades, nämlich einmal am Sonntag können wir zwei machen und am am Samstag können wir zwei machen und am Sonntag eben auch. Finde ich gut, habe eh so viele Glücksfreunde. Bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Die meisten Boni sind nur am Samstag, den 17. und Sonntag, den 18. aktiv. Doch diese Boni gelten jeweils von 9 bis 21 Uhr Ortszeit. Das heißt, ihr habt auch danach noch ein bisschen Zeit, gerade wenn ihr euren Tausch nicht währenddessen macht. Das ist also gefühlt, könnte man sagen, den ganzen Tag. 9 bis 21 Uhr, hallo, sind 12 Stunden. Besondere Pokémon. An den, an den beiden Eventtagen Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr erscheinen jeweils unterschiedliche Pokémon. Die Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Pokémon ist in diesem Zeitraum genauso hoch wie bei den ursprünglichen Community Days. Die Event-Pokémon können jedoch auch am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 21 Uhr Ortszeit erscheinen. Ihr müsst also nicht unbedingt 14 bis 17 Uhr spielen. Ihr habt von 9 bis 21 Uhr Zeit, die Community Day Pokémon anzutreffen. Sind aber wahrscheinlich nur in der 14- bis 17-Uhr-Zeit dann sozusagen erhöht, haben da halt die normalen Community-Day-Shiny-Raten, sagen wir mal. Samstag wird es geben: Sandan und Alola Sandan, Alola Kleinstein, Hopspross, Seemops und Velursi. Äh. Mein Highlight hier Seemops vielleicht, weil ich den so cool finde und weil Reiser eigentlich ein super Pokémon ist. Velursi, jetzt auf Platz 2 sehe ich da. Der Rest ist jetzt für mich nicht so interessant. Sonntag haben wir Teddy Ursa, Gala Zickzacks, Staralili, Kiesling, Lichtel, Capuno. Gefühlt wird Sonntag, glaube ich, also der stärkere Tag sein, gerade mit Capuno und Lichtel aber auch Kiesling hier oder Staraptor ist auch ein guter Flugangreifer. Teddy Ursa, wer da noch was braucht, ein Ursa Luna noch entwickeln muss, Zickzacks auch als Barrikadax GBL wohl sehr nützlich. Also ich für mich sieht der Sonntag stärker aus als der Samstag. Seht ihr das auch so? Schreibt's mir rein. Mit etwas Glück könnt ihr an beiden Tagen auch den folgenden Pokémon begegnen: Bisasam, Tratini und Hydropi. Wohl, weil das die drei Classic sie Days dieses Jahr waren, werden die auch mit reingewürfelt. Ihr könnt also auch Bisasam, Hydrobi, Dratini bekommen. Hydrobi, richtig genial, kann man ja jetzt auch Sumpex, Mega-Entwicklung machen. Tratini sowieso, Dragoran, guter Angreifer, alles dabei. Raidkämpfe, die vergangenen. Die folgenden Pokémon erscheinen in Raidkämpfen: Macholo, Evoli, Roselia, Wablu, Zwirlicht, Scheinux, Kaumalat, Serbifoy, Fleugen, Datiri. Macholo, immer genial. Roselia, guter äh, Pflanzenangreifer. Waplu mit seiner Mega-Entwicklung dann. Shinox, wer noch keinen Shiny hatte oder so oder noch ein paar Bomboms braucht, Kaumalat, wie immer eigentlich das Top-Pokémon, was jeder braucht, jeder haben will. Gibt es jemanden, der einer Raids macht während der Zeit? Wenn ja, welche und warum? Weil ihr es verpasst habt. Letztes Jahr, das ist nicht dieses Jahr, das war letztes Jahr davor. Also Raids werde ich komplett links liegen lassen. Eigentlich müsste ich Sonntag einen Stream machen und unterwegs sein. Mal gucken, vielleicht mache ich sogar Samstag eine Stunde und Sonntag eine Stunde. Aber ich wollte auch Raids für Zuschauer am Sonntag machen, damit der legendäre auch mal bespaßt wird. Es wird wieder auf jeden Fall alles komplett vollgestopft. Folgende Pokémon schlüpfen aus Eiern, aus 2-Kilometer-Eiern. Auch wieder Macholo, Evoli, Wablu, Zwirlich, Chainux, Kaumelat, Serbifoy, Floing, Datiri und Knospi. Das war hier oben nämlich nicht dabei, ist das Zusätzliche, was hier noch mitsteht. Knospi. Ist ja klar, kannst du nicht wild fangen, ist ein Baby, musst du brühen, kommt mit allen anderen, die ihr auch so hier aber aus den Raids fangen könnt, dann vom vergangenen Jahr ähm, eben so aus Eiern. Exklusive Attacken. Wenn die folgenden Pokémon, außer Ursaluna, am Samstag, dem 17. Dezember oder Sonntag, den 18. Dezember zwischen 9 und 21 Uhr, also nicht zwischen 14 und 17, sondern zwischen 9 und 21 Uhr, entwickelt werden, erlernen sie die folgenden Attacken. Bisa-Flor, Flora-Statue, Sandama, Nachthieb, Alola-Sandana, Sandama-Dunkelklaue, Alola-Geowatz, Walzer, Dragoran, Dragomedeor. Obwohl ich hier gleich sagen muss, Dragomedeor bei Dragoran brauchst du einfach nicht. Alle anderen Attacken sind besser. Dragoran kann man immer entwickeln ohne C-Day. Papunga, Akrobatik, Sumpex, Aquahobitze. Da habe ich damals bin ich extra auf Erdbeben immer gegangen, weil ich den nie gebraucht habe als Wasserangreifer. Mittlerweile es, hätte ich wenigstens 3-3 gemacht oder so, dass ich das ausgleicht und nicht 6-0. Mittlerweile steht 6-1, aber egal. Walreiser, Eisspeer, Staraptor, Windstoß, Progolos, Meteorstrahl, Gelabra, Poldergeist, Trigefalo, Wirbler. Richtig heftig, gönnt euch das. Costurso, Ableity, Barrikadax, Ablogger. Und Ursa Luna steht ja auch nochmal dabei. Entwickelt Ursa Ring, die Weiterentwicklung von Teddy Ursa, während der Vollmond zu sehen ist. Damit euer Ursa Luna die Ladeattacke Pferdestärke erlernt. Der Vollmond steht von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 6 Uhr. Und von Sonntag trotzdem 14 Uhr bis Sonntag 21 Uhr nochmal. Also der wird... Der wird zwischendurch auch abgeschalten. Also, der fängt Samstag 14 Uhr, wenn der C-Day eigentlich losgeht, obwohl er ja eigentlich schon um 9 Uhr losgeht, wenn der 14 Uhr losgeht bis 6 Uhr die nächsten Tage, könnt ihr das entwickeln. 14 bis 6 Uhr. Dann ist Kurzpause und dann geht es 14 Uhr am Sonntag weiter bis 21 Uhr. Weil da ist ja auch dieses, dieses Fenster 9 bis 21 Uhr dann vorbei. Das klingt komisch, aber wenn ihr es euch durchlest, dann habt ihr alles auf dem Schirm. So. Spezialforschung wird es auch wieder geben für 1 US-Dollar, die ihr wieder an eure Freunde verschenken könnt. Ich werde mir eine holen, außer mir holt schon vorher jemand eine. Aber der 1 Euro, der wird ausgegeben, immer. Sticker gibt es auch im Shop, sind Sticker erhältlich. Ihr haltet die Sticker der Community Days, wenn ihr Pokestops dreht, Geschenke geöffnet. Auch im Shop gibt es welche. Die befristete Forschung wird verfügbar sein, die zu Begegnungen mit den Pokémon aus den Jahren 21, 22 führt. Also... An sich jetzt nicht so spektakulär, ich bin jetzt nicht so unglaublich gehypt, aber aus zum Spaß spielt man ja trotzdem mal eine Stunde rausgehen, die Forschung wenigstens machen, gucken, was es so gibt, wer dabei ist und einfach gemütlich halt einen Spaziergang. Fertig, das war's. Was sind eure Highlights? Habt ihr was verpasst? Was braucht ihr? Auf was freut ihr euch da besonders? Schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses.